Wir alle kennen sie, wir alle hassen sie. Spoiler. Das eine Mal, wenn ein Freund oder das Internet das Ende oder die Handlung eines wichtigen Spiels oder eines Films oder einer Serie einfach spoilern. In diesem Video geht es aber um zwei Superstars der Marvel-Szene, die einfach nicht ihre Klappe halten können. Solltest du neu auf diesem Kanal sein und gerade frisch meinen Content entdeckt haben, dann hinterlasse doch ein Abo und einen Daumen nach oben. Mark Ruffalo ist in der Marvel-Szene auch unter seinen Kollegen ein bekanntes, Spoilerbündel. Beispielsweise hatte er eine brillante Idee, die war in dem Moment wirklich nicht so schlecht. Er wollte nämlich während der Thor Ragnarök-Premiere einen Livestream für seine Fans machen. Bevor der Film aber gespielt wurde, hat er vergessen, den Livestream auszumachen. Er steckte sein Handy einfach in seine Tasche und ließ quasi die Tonaufnahmen weiterlaufen. Was passiert ist, ist, dass die ersten 10 oder 15 Minuten von Thor Ragnarök audiotechnisch gespoilert wurden. Es ging so weit, dass ein Mitarbeiter in den Kinosaal rennen musste, um ihn darauf hinzuweisen, dass der Stream noch läuft. Während eines Good Morning America Interviews mit Don Cheadle, der War Machine spielt, hat er ebenfalls fast gespoilert, wie in Infinity War alle sterben. Don Cheadle blieb quasi nichts anderes übrig, als hilflos mit anzuschauen, was sich da gerade zuträgt. Er hat es aber gerade noch so geschafft, die Kurve zu kriegen, denn er hätte fast gesagt, dass, ja, mit dem Snap von Thanos die Hälfte allen Lebens ausgelöscht wird. Tom Holland, auch eine Spezies der Homo Spoileritis. Vor der Premiere von Infinity War stürmte Tom Holland auf den roten Teppich und schrie: Ich lebe noch. Da war aber noch gar nicht bekannt, dass er am Ende von Infinity War zu einem riesen Haufen Asche pulverisiert wird. Alle Fans dachten sich so, und er hat, glaube ich, in dem Moment verstanden, was sein Fehler war. Einer der vertrauenswürdigsten Leute bei Marvel ist tatsächlich Benedict Cumberbatch und sein Charakter Doctor Strange. Er hat witzigerweise die Aufgabe bekommen, Tom Holland zu überwachen. Er soll darauf achten, dass Tom Holland bloß nichts Dummes anstellt und irgendwo irgendwie spoilert. Aus spoilertechnischen Gründen ist Marvel sogar dazu übergegangen, Fake-Skripte von den Filmen anzulegen und die den Schauspielern zu geben. Dass die bloß nicht die Möglichkeit bekommen zu spoilern, aber manchmal ist es halt schon zu spät, wenn das Ganze abgedreht wurde und die Charaktere langsam ihre Pressetouren machen. Ja, Doctor Strange hat über 14 Millionen mögliche Enden über den Kampf in Infinity War gesehen, aber er hat auch das richtige Skript vor Augen gehabt. Er musste sich während der gesamten Dreharbeiten dumm stellen, während seine Schauspielerkollegen teilweise falsche Skripte vor Augen hatten. Ich glaube, Benedict Cumberbatch wäre so jemand, dem man ein Geheimnis anvertrauen kann. Ehrenmann. Leute, solltet ihr ein Video dazu haben wollen, wo weitere Marvel-Charaktere die Regeln gebrochen haben, oder ein Video zu den krassesten Regeln in dem Marvel-MCU, dann hinterlasst doch gerne ein Abo und klicke auf die kleine Glocke. Ich freue mich auf das nächste Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace!